Ja, Leute, was geht, Freunde? Ich bin obdachlos. Hat jemand ein bisschen Kleingeld? Leute, das ist auf jeden Fall mein Bett, wo ich schlafen muss. Wir spielen heute nämlich, Leute, die Obdachlosen-Version von GTA 5. Und ja, mal gucken, was wir hier drin haben, Leute. Oh, wait, da ist was zu trinken. Oh, wir haben sogar was zu trinken. Komm, das trinken wir einfach mal aus. Ui, und Leute, wir sind auf jeden Fall heute tatsächlich als Obdachloser unterwegs und müssen auf jeden Fall 10 Dollar erstmal sammeln. Und ja, wir sind hier irgendwo in so einer Gosse, Freunde. Wir spielen heute nämlich Bum Simulator. Und das Spiel sieht Real Talk tatsächlich ein bisschen aus wie GTA San Andreas. Also man sieht hier die ganze Map von dem Spiel. Man kann hier überall rumlaufen. Und ja, das ist auf jeden Fall unser AMG, Freunde. Der hat nämlich Augen und der kann auch mit uns reden, warum auch immer. Und ja, wir müssen uns erstmal ein bisschen Kleingeld holen. Deswegen würde ich sagen, so, wir zeichnen erstmal unser Schild. Was sollen wir da raufschreiben? Ein Like. Gleich 1 Dollar. So, Leute, lasst jetzt mal ein Like da und wir kriegen ein paar Dollar. Also, probiert's. 3, 2, 1. Funktioniert's? Es funktioniert nicht. Ja gut, wir überlegen uns mal eine andere Sache. So. Ah, wollen Rose kaufen. Okay. Oh, A+ bekommen wir dafür. Let's go. Okay, ich will Geld haben. Haben Sie ein bisschen Kleingeld? Du wollen Rose kaufen? Wollen Rose kaufen? Hallo? Ey, kauf Rose, kauf Rose. Hallo? Oh, ja, der hat mir was gegeben. Let's go. Wir haben 1,81 Dollar bekommen. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Ey, Leute. Ey, geben Sie mir Rose. Kein Bargeld. Ey, Bruder, du hast kein Bargeld, Alter. Hier, nimm das, Alter. Du hast kein Bargeld. Oh mein Gott, Polizei. Leute, wir haben 1 Stern. Hilfe. Ich würde nur Rose verkaufen, Bro. Kein Problem, jetzt mich direkt hier anzumachen oder so. Warte, ich kann vielleicht weiter betteln. Hey, haben Sie Geld? Haben Sie Geld? Oh nein. Rose kaufen? 10 Euro. 1 Euro. Ja, sie hat was. Was hat sie mir gegeben? Oh, fast 1 Dollar. Nice. So, Hilfe. Leute, ich glaube, ich muss ins Wasser springen. Wait. Die sind auch ins Wasser gekommen. Wir gehen jetzt auf den Tauchsprung. Alter, was? Wir können unter Wasser gehen. Hey! Oh, ich bin ertrunken. Eingepennt. Oh nein. So, Sie da, Mister. Sie wollen mir bestimmt Geld geben. Wie viel geben Sie? Und? Oh, Alter. 70 Cent. Cool. Ey, Sie da. Geben Sie mir sofort Geld. Ja, nice. Wie viel gibt der? Was? 33 Cent? Wait. Nein, Alter. Hier. Nimm das, Bruder. Wait. Warte, was? Ich kann mir einfach den Finger zeigen. Oh, ja. Oh. Ey. Das ist Vaterflucht. Hat der ein bisschen Geld dabei? Guck mal nach, Leute. Hat der ein bisschen Kleingeld? Okay. Wow, wir können einfach mitnehmen. Ui. Woo. Oh mein Gott, Alter. Ey, warte mal. Darf ich den Mister fragen? Hey. Okay, ich darf wohl nicht betteln in Front von den Leuten. Aber hier, bei euch darf ich doch bestimmt betteln. Nein, du hast es nicht eilig. Komm, gib Geld. Ja, siehst du? Man muss doppelt betteln. Dann funktioniert's. Komm, warte, er hat kein Geld. Er hat Geld. Er hat Geld. Du hast Geld. Bruder, du hast Geld. Ja, sag ich doch. Oh mein Gott, der hatte 5 Dollar. Was? Bro, der hat uns richtig rich gemacht. Und let's go. 10 Dollar. Nice. Alter, das war so cool. Okay, und wir können jetzt zum Beispiel auch das Inventar öffnen, wenn wir hungrig sind, Leute. Wir können das hier einfach mal verbrauchen. So, ein bisschen Milch trinken. Und zack, Alter, das ist ja richtig nice. So, was willst du da hinten, Alter? Okay. Freut mich auch meinerseits. Oh, erste Mission abgeschlossen. Level 1. What? Wie groß ist dieses Spiel bitte? Vogelkäfig, neue Aufgabe. Na, du sprechender Einkaufswagen mit Cappy. Wir machen uns auf den Weg zur nächsten Mission, Leute. Wir können das Teil nämlich fahren und wir können damit richtig rollen, Alter. Mit Turbo Boost. Oh mein Gott, Alter. Oh, 1 Stern. Oh nein, nicht gut, Leute. Nicht gut. Aber wir entkommen gerade. Zack, Alter. Oi. Yo, wie läuft die da hinten mit ihren Armen? Ey, ich will sie mitnehmen. Oh mein Gott. Ey, yo. Warte, das ist ein cooler Automat. Oh, kann ich da was ausgeben? Okay, wir könnten eine Limo kaufen, aber ich habe leider kein Geld mehr. Wie viel Geld haben wir denn noch? Wir haben nur noch 1 Dollar. Nee, das ist nicht unser Geld. Ja, ich weiß nicht, wie viel Geld wir haben. Aber ey, ich muss sagen, die Stadt sieht gar nicht schlecht aus. Yo, der Typ liegt da einfach rum. Es juckt niemanden. Es juckt niemanden. Oh. Ah, die blauen Punkte sind Polizei. Ich glaube, wir sind hier gerade in Liberty City unterwegs. So wie das aussieht, sieht es aus wie ein Broker. So, bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier falsch. Wait, ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ist das der Del Perro Pierre? Sehe ich da den Del Perro Pierre? Wait, das sieht halt fast aus wie der Del Perro Pierre aus San Andreas. Hier haben wir den Strand. Warte, ich bettel mal, aber ich mache mal eine neue Zeichnung. Ich präsentiere euch mein Meisterwerk. Kleine Spende. Kleine Spende. Kleine Spende.
Spende, spenden Sie. Jetzt. Das ist keine Wahl. Keine Spende! Sie spenden jetzt. Sofort! Gut, Sie wollen nicht spenden. Dann nehmen Sie das. Juhu! Ich hab, das hat niemand gesehen. Hä? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich das hier machen. Hier. Wo mache ich das? Ah, wait. Wait. Welcher Knopf war das? Der hier. Den wollte ich machen. Hier. Bist du Jesus? Ah, nee. Das ist einfach nur so flaches Wasser. Oh, der hat Eiscreme. Ja, was? Ich will kein Eiscreme. Was kostet das Eiscreme? 1,50 Dollar? Nein, Bruder. Nein. Ich sag dir, was ich davon halte. Hier. 1,50 Dollar. Nimm das. Zack, zack. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh mein Gott, ich habe den Kopf erledigt. Oh mein Gott, die kommen mit Taser. Die kommen mit Taser. Nein. Oh, yo, 3 Sterne. Oh mein Gott. Let's go, Leute, wir müssen schnell laufen. 3 Sterne gerade, Verfolgungsjagd. Nein. Nein. Da muss der sein. Hier ist der Typ. Und du hast eine Taube? Warum soll ich eine Taube kaufen von dir? Hä? Ein... Ich will den Vogel haben. Ja, gib mir den Vogel. Nein. Ja, okay. Was? Bro, das hast du mir nicht gemacht. Hier, nimm das, Alter. Und weißt du was? Nimm das hier auch noch. Hier. Zack. Oh, nein. Oh. Leute, das ist das beste Spiel der Welt. Es ist das beste Spiel der Welt. Hier, nimm das, nimm das. Und hier, zum Schluss kriegst du noch die Krönung. Und zwar hier. Und dann kriegst du den hier auch noch. So, wir müssen das Ganze natürlich noch perfekt abrunden, Leute. Ich sag's euch, wenn GTA 6 das nicht hat, dann wird GTA 6 ein schlechtes Spiel werden. Okay, da ist der Vogel. Hey, na, kleiner süßer Vogel. Let's go. Gurgur. Da ist der Gurgur-Vogel. Oh, oh, oh. Lass meinen Einkaufswagen in Ruhe. Da sind meine ganzen Sachen drin. Nein, ich geb dir den Vogel nicht. Was sollen wir machen? Schlage den Bug mit einer neuen Taubenfähigkeit. Shuriken? Was? Warte, ihr wollt mir gerade sagen, dass ich das Teil... What? Die Taube hat ihn einfach... Was? Nein! Taubi! Er ist explodiert! Was hast du nur getan? Ey, das muss ich mal ausprobieren hier. Was ist denn hier los? Oh, oh. Achtung! Ey, da steckt eine Taube in ihrer Motorhaube fest! Achtung, Sir! 2 Tauben! Oh, was für ein komischer Unfall! Was ist hier los? No way! Ich mach Trickshot! 360! No scope! 360! Oh mein Gott! Die Taube steckt da einfach in der Laterne fest. Oh mein Gott. Oh, was habt ihr hier? Hallo, Mister. Möchten Sie Bekanntschaft mit meiner Taube machen? Billige Getränke. Okay, was ist das hier? Kaufen 5 Euro. Ey, Bro, weg mit dem Schrott. Nein, Alter, weg damit. Hier, das sage ich zu deinem Laden hier. Der Laden wird untergehen. Hier, der Laden wird jetzt sofort untergehen. Und bam, bam, bam. Alter, du steckst ordentlich was weg. Bist du Tyson Fury? Zack, 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 zack. Und aus der Luft. Und bam. Und bam, bam, bam. Alter, der Typ überlebt ja gefühlt alles. Oh nein, da kommt die Polizei, Leute. Da, jetzt hole ich meinen Shuriken. Oh, weg hier. Nein. Nicht den Taser. Nein. Na gut, komm schon. Konzentrieren wir uns mal auf die wahren, wichtigen Sachen, Leute. Und zwar, dass wir vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Also, Leute, lasst mal gerne ein Like da, wenn ihr wollt, dass wir dieses Spiel noch weiterspielen und versuchen, Millionär zu werden. Denn in diesem Spiel, Leute, sind wir halt wirklich einfach obdachlos. Wir haben einfach kein Geld. Wir müssen Essen sammeln. Wir müssen alles sammeln, Leute, was wir hier finden können. Warte mal kurz. Liegt hier irgendwo irgendwas zu essen? Hallo? Ah, oh, Mülleimer. Hier. Was haben die da? Oh, das ist was. Was ist das? Brot verdorben. Naja, ja, kann man noch essen. Und was ist das? Blechdose. Hier, fang. Ist Pfand für dich. Ey, ich hab dir gesagt, du sollst auch fangen. So. Nein. Nein, der wichtigste Apfel. Oh, das ist Premium-Essen. Und das ist der Killerburger aus SpongeBob. Sollen wir den essen? Nein, wir geben den erstmal für... Wir bewahren uns den für später auf. Oh, Pizza. Bro, bist du Super Mario? Was machst du denn hier? Ist das dein Haus? Was kostet denn Pizza? 4 Dollar. Weißt du was? Komm, wir kaufen jetzt mal eine Pizza. Habe ich kein Geld? Warum kann ich hier nichts verkaufen? Warte, vielleicht ist deine Müll ja eine Pizza. Naja, immer eine Apfel. Dankeschön. Was sind die roten Punkte da hinten? Sind das Gegner? Yo, das sind andere. Hey, nein, 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 nein. Leute, Leute, das ist alles cool, alles cool. Alles cool. Zack. Oh nein, 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 nein. Komm schon, Vogel. Rette mich vor diesen Pennern. Ja. Oh, ich glaube, hier habe ich ein kleines Secret gefunden oder so. Oh, das wäre schön, dass hier Blaupause lernen. Mittelgroßer Teppich.
Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, wir müssen uns mal eine eigene Wohnung holen. Also wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Was ist das für ein Schrei? Oh mein Gott, was bist du denn? Bugs for life. Yo. Oh nein, die wollen gegen mich kämpfen. Hier, nehmt das. Oh, oh, level up, level up. Ey, 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 der Typ greift mich an. Hilfe. Nimm den Vogel. Oh, ich hab seinen Arm getroffen. Ja, wir haben besiegt. Bringe die Tauben zur Taubenfrau. Jetzt diesmal wirklich. Naja, weißt du was, Bruder? Dich würde ich gerne noch ganz woanders deponieren. Und zwar, weißt du wo? Ab mit dir ins Wasser, mein Freund. So, hier, komm und zack. Das nennt man normales Recycling, Leute. Okay, bringen wir dich da zurück, Taubilein, okay? Was bist du denn für eine? Yo, bist du ein Furry? Hey, level up. Nice. Hier, wie wär's, wenn ich eine Taube auf die Taube... Okay, ich bin hier. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh nein, 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 nein. Oh, jetzt haben wir 2 Sterne. Okay, meint ihr, wir schaffen es in diesem Spiel, 3 Sterne zu entkommen? Oder 5? Oh nein, da kommen 2 auf einmal. Da kommen 2 auf einmal. Alles klar, Leute, ich bereite mich vor. So, zack. Nein, die tasern mich. So, von hinten kommen 2. Von hinten. Ah, der hat den einen selber getasert. Oh mein Gott, 4 Sterne jetzt. 4 Sterne. Oh nein, 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 nein. 5 Sterne, Leute, maximal. Was? Die sind der Most Wanted einfach. Das ist... Nein, ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann nicht mehr sprinten. Hilfe! Das SWAT-Team kommt einfach. Ey, wer ist das? Ey, sie da hinten. Wer sind sie? Ich muss hier entkommen. Ich muss hier entkommen, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir entkommen den gerade. Leute, wir entkommen den 5 Sternen gerade. Oh nein, nein, nein. Da sind schon wieder welche. Hilfe, 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 Hilfe. Oh ja, wir sind aus dem Sichtfeld. Aus dem Sichtfeld, Leute. Wir entkommen 5 Sternen in Bum Simulator. Wir haben es geschafft. Wir sind 5 Sternen entkommen. Boah, die haben einen eigenen Zirkus. Was ist das für eine coole Map? Das ist ja ein Traum, diese Stadt. Hey, was hast du denn für eine Aufgabe für mich? Du siehst aus wie ein Zirkusdirektor. Geschmackslose Zuschauerstelle. Was? Ich habe pinkle Anzugträger. Das ist meine Mission. Das können die doch nicht ernst meinen. 10 Anzugsträger anpissen. Okay, dann mache ich das. Okay, du da hinten. Ah, warte, falsche Taste. Ey, du hast mir den Finger gegeben. Ja, weißt du was? Dann kriegst du das hier von mir. Oh Gott. Du bist kein Anzugsträger. Wir brauchen 3, 10 Anzugsträger. Kann ich das auch unterwegs machen, wenn ich unterwegs bin? Nein, das funktioniert leider nicht. Oh, wie soll ich denn bitte in den 3 Minuten Anzugträger finden? Oh Gott, das wird schwer. Yo, warum ist hier keiner mit Anzug unterwegs? Leute, ich weiß nicht, ob ihr Anzüge habt. Oh nein, ihr seid einfach nur, okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ah, da sehe ich 2. Na, Leute, wie geht's Ihnen so? Ah, ne, nur einer von denen. Oh, der hat auch einen Anzug. Yeah! Ich lasse am besten alles raus, Leute. Ich mache einen Kreis um mich herum. Ich mache einen Kreis wie ein SpongeBob. So, jetzt wird der Fischbärmann mich nicht holen. Ja, ich glaube, ich kann es vergessen, Leute. Ich glaube, wir finden hier nichts. Da ist noch einer. Wow. 4 Stück, 5 Stück. Ach, ihr seid alle hier. Hey, nicht so schnell laufen. Zack. Oh, der ist gut ausgewichen. Was macht denn die Polizei? Ey, du greifst meinen Einkaufswagen nicht an. Du greifst meinen Einkaufswagen nicht an. Nein. Wo sollen wir denn jetzt hin? Oh, hier gibt es so viele Missionen, ne? Ich glaube, hier gibt es Geld. Da ist irgendeine Clowns-Mission. Komm, Einkaufswagi, wir fahren dahin. Wie würdet ihr den Einkaufswagen denn nennen? Schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich den Wagi nennen? Einkaufi? Larry? Ich weiß, der hat einen Namen. Der heißt Karl. Aber du siehst nicht aus wie ein Karl. Du siehst mehr aus wie ein, weiß nicht, Einkaufswagen. Oh, ey, nein, das ist schon wieder der Typ. Du bist ja überall. Was machst du denn hier überall? Zeigt der Polizei den Stinkefinger. 5 Leute. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Die werden mir auf der Map ja angezeigt. Alles klar. So, wo ist denn der Fingertaste? Wo ist die Fingertaste? Hallo? Nein, nein. Yo, wait, wait. Wie geht das? Hallo? Ey, ich hasse es auf PC. Nein, 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 nein. Okay, Leute, wenn ich jetzt von ihm getroffen werde, dann habe ich ein dickes Problem. Ah, ja, ja. Ah, nein, nicht tasern, nicht tasern. Ich zeige Ihnen nur den Finger. Das ist alles gut. Alles cool, alles cool. Nein. Ah, Mann. Oh, da hinten ist was. Meint ihr, wenn ich da drauf treffe, explodiert es? Nee, es explodiert gar nichts. Na gut, komm. 1 gegen 1, Alter. Wir kämpfen. Wir kämpfen hier und jetzt. 1 gegen 1. Bam. Oh mein Gott, es gibt noch von dem einen zweiten. Der hat es ja überhaupt nicht geschafft. Die werfen Molotovs. Wo habt ihr den Molotovs bitte hergeholt? Zack, zack, zack. Was lerne ich da? Ich lerne da irgendwas. Leute, ich schalte irgendwas frei. Es ist... Ich weiß nicht was, aber ich habe irgendeine Blaupause freigeschaltet. Ist das Schimmel? Was ist das?
Blau, es ist wirklich Schimmel. Ich dachte, ich habe nur Spaß gemacht, ob das Schimmel ist. Es ist Blauschimmel. Oh, was hier Müll. Oh, eine kaputte Schublade. Einkaufswagen, wo bist du? Nimm das. Genau. Oh, hier ist etwas anderes, Leute. Was ist das hier? Ah, Trainingsbereich für deine Taubenschubiken. Zielübung. Ey, yo, wir sind einfach jetzt Aim Master. Rüste die Taubenfähigkeit aus. Ja, habe ich. Ich treffe euch alle. Keine Sorge. Bam. 15 Ziele treffen. Wie soll ich denn 15 Ziele treffen? So schnell geht mein Skill gar nicht hoch. Oh, das könnte ich schaffen, oder? Oh mein Gott. 14 Sekunden noch. 14 Sekunden. Bro, 3. Komm. Gas, 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 Gas. Komm, komm, komm. Haben wir es geschafft? Ja. Oh mein Gott. Alter, was haben wir jetzt freigeschaltet? Wir haben jetzt, glaube ich, ein Skilltree oder so. Oh, was ist das? Erhöht die Menge der erhaltenen XP. Hunger, Durstleiste werden langsamer. Ressourcen. Das, ey, yo. Okay. Erhöht die maximale Ausdauer. Nehme ich sehr gerne. Erhöht die Karls Geschwindigkeit. Nein, du heißt nicht Karl. Du heißt was anderes. Alter, der sieht die geschmackslose Zuschauer. Pinkle Zuschauer. Ey, nein. Gut, dann machen wir das eben noch einmal mit diesen, Hallo, ich möchte mir vorstellen. Ich muss mich entleeren. So, hier müsste es doch wenigstens ein paar Anzugträger geben. Ah ja, da ist noch einer. Yeah. Ey, ich gib's auf. Es gibt keine Anzugträger. Ich will die Quest abbrechen. Oh mein Gott. Wir könnten es schaffen. Da ist noch einer. 8 Stück. Ja, noch eine Minute. So, Leute, 2 Leute, die sich einfach nur anziehen. Ey, die Frau ist doch auch im Anzug. Das ist doch auch ein Anzug, oder? Ja, es ist ein Anzug. Danke, dass es ein Anzug ist. Hier, deine Belohnung. Eine Taube. Dieser Typ wieder rumschreit. Oh ja, der letzte Typ. Ja. 25 Dollar bekommen wir dafür. Ey, das heißt, ich kann mir ja jetzt fast ein AMG leisten. So reich bin ich jetzt. Oh mein Gott. Was ist das für ein Was ist das für ein Poster? Scavengers coming soon. Marvel, neue Filmreihe, die ihr nehmen könnt. Ey, geile Easter Eggs. Ich feier es. Ey, was hat der da? Der kotzt gerade. Hey, Mister. Komm, ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen dabei. Hier, das sieht fast genauso aus. Hier, oh, okay. Alles klar, aus dem Weg. Schnell, weg, 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 weg. Okay, was haben wir hier für eine Aufgabe für uns? Ist das meine Base? Das ist meine Base. Oh, ihr habt eine Taube. Hier, das ist meine... Hier wohne ich? Ja, sieht danach aus. Hier können wir schlafen. Kann ich jetzt gerade nicht schlafen? Nee. Oh, sorry, Mr. Taube. Jetzt ist er hier drinne. Ah, komm, das Geld geben wir jetzt mal eben schnell aus, Leute. Wir müssen alles verprassen, denn sonst haben wir wieder kein Geld. Also, sonst haben wir kein Geld. Wo ist denn der Shop von ihm? Ah, hier ist er. Hallo, was haben Sie denn zu verkaufen? Bequemes Bett für 10 Dollar. Ja, ein Bett möchte ich haben. Gegenstände. Ich kann bei ihm verkaufen? Yo, dann würde ich gerne hier den Autoreifen mitnehmen. Alles nehmen. Alles nicht, aber hier, nehmen Sie alles. Komm. Wie viel Geld kriege ich dafür? Oh, und was geben Sie mir für eine Pfanne? Verkaufen. Oh, 31 Dollar haben wir. Wir 4 haben Dollar bekommen. Okay, cool. Dann nehme ich das Bett. Alles klar. Cool. Wir haben jetzt ein Bett bekommen. Was kann ich mit dem Bett machen? Kann ich dieses Bett jetzt irgendwo hin platzieren? Wo ist dieses Bett? Ich glaube, das Bett müsste hier sein, jetzt in meiner Basement. Wo ist mein Bett? Hallo, ich habe für 12 Dollar ein Bett gekauft. Hast du mein Bett geklaut? Mein Bett ist hier nicht da. Vielleicht kann ich eben noch nicht craften. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir es schaffen, von 0 Dollar zu einem Millionär zu werden in diesem Spiel, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch für crazy Sachen in diesem Spiel machen können. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's in dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.